So, und damit herzlich willkommen zurück bei einer kleinen Runde Minecraft. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal versucht, ob es vielleicht jetzt langsam mal möchte mit dem Sound. Zwei Testversuche später ist das USB-Problem wieder da. Ich bin mir nicht sicher, ob der Sound nicht jetzt tatsächlich funktioniert. Nur mit den USB-Problemen, die ich interessanterweise nur bei bestimmten Spielen habe und ich noch nicht rausgekriegt habe, woran es liegt. Ja, so viel zur Technik. Dementsprechend gibt es jetzt erstmal wieder nur eine Runde. So, wo sind wir denn überhaupt? Es wird duster. Ich weiß nur, dass ich gerade irgendwas Widerliches unter mir gehört habe. Ich hoffe einfach mal, dass sie die... Was ist das? Hä? Hier schwimmen Dinge. Wow, 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 wow. So. Aber so. Stream fällt also fürs Weitere erstmal wieder aus. Leider. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut und gehofft, dass das einigermaßen funktioniert. Und ich glaube, wir haben Algen gesammelt. Ja, Seetang. Cool. Okay. Was haben wir hier vorne? Wait. Sand und Fichten. Okay. Dann schippern wir da mal brav dran vorbei. Moment, ich muss mein Mikrofon ein bisschen anders hin tun. Da knarzt es wieder. Ich habe schon wieder vergessen, das Ding hier zu ölen. Ui, Eis. Möchte aber nicht zu dem Zombie da oben drauf. Dementsprechend schippern wir hier mal an der Schneeinsel vorbei. Nachdem ich da auch nirgendwo einen der gewünschten Bäume sehe, wo sie nur Creeper. Super. Nein, Creeper möchte ich nicht haben. Ach ja. Wenigstens ein Teil funktioniert, wie es soll. Hoffentlich. Mit ein bisschen. So. Fast das Ende der Karte erreicht. Das Einzige, was wir gefunden haben, sind jede Menge Fichten. Toll. Das brauche ich aber nicht. Ah, gehen wir noch bis zum Ende? Uah. Wait, wait, wait. Nein, nein, nein. Ich höre etwas. Ich höre etwas und das will ich nicht hören. Das große Problem ist, auf den Inseln ist natürlich überall jetzt Gedönszeugs hier drauf. Sehr viel sogar. Das heißt, ich schippe lieber mal ein Stückchen weiter wieder zurück. Einigermaßen richtige Richtung. So müsste es gehen. Immer wieder eine Schifffahrt, die ist lustig, ne? Oder so ähnlich. Ja, so ist gut. Ah. Bin jetzt eh mal gespannt. Es kann sein, dass ich so in 2 Wochen teilweise mal Außenaufnahmeausfälle haben werde. Denn wir bekommen einen kleinen plüschigen Nachwuchs. Dementsprechend weiß ich noch nicht, je nachdem, wie gut das mit dem Zusammenführen mit meinen beiden bereits vorhandenen Katern läuft, wie viel Zeit ich da investieren muss und vor allem, wie viel ich beaufsichtigen muss. Weil der Kleine soll wohl ein ziemlicher Kindskopf sein. Das trifft sich super, dann habe ich nämlich noch einen. Der eine ist gerade auf seiner eigenen Schulter eingeschlafen. Super. Schaut super dämlich aus. Er hat wohl versucht, seine Brust zu putzen und ist dabei eingenickt.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo mein Handy ist, könnte ich sogar ein Foto machen. Aber ich fürchte, wenn ich ein Foto mache, wacht er wieder auf. Naja. Schaut auf jeden Fall super dämlich aus. So. Was haben wir hier? Haben wir hier... Das schaut doch nach... Naja. Sehr viel, ja, nee, oh, tschüss. Das ist alles Eiche, so wenn ich das richtig sehe. Ja, ich möchte nicht so gerne beschossen werden, danke. Aber wann wird denn hier wieder Tag? Ja, es ist alles Eiche. I don't need Eiche, danke. Habe ich schon. Oh, schöne kleine Passage hier zwischendurch. Nur ab hier müsste ich, glaube ich, wieder über Land für die Karte. So. Optifine. Neue Version verfügbar. Okay. Au. Wow, Enderman. Okay, gut. Das hat schon mal... Fuck, sind hier viele Endermänner. Shitty pity. Das ist vielleicht nicht so das Ideale, was ich mir herausgesucht habe. Wir schauen einfach nach unten. Wir müssen... Wir dürfen sie nur nicht angucken, dann lassen sie uns in Ruhe, solange wir noch nichts haben. Für Endermännerjagd sind wir eindeutig noch nicht gut genug ausgerüstet. Eindeutig. Hier haben wir ein paar schöne Blümchen. Ah, nee. Ich habe gerade die beiden Shader miteinander verwechselt. Der Shader, den ich aktuell anhab, der macht ein bisschen anderes Licht. Dafür wobbelt nicht alles. Der Sildurs lässt dann alles mit wobbeln. Ein bisschen im Wind wiegen und so. Ist auch ganz neckisch. Oh. Gut. Hier möchte ich eigentlich nicht runterfallen. Ah. Ja, so geht's. Wenn man vorsichtig genug ist, geht das schon. So. So. Wir haben aber noch nicht wirklich das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Hm. Ich will mal kurz die Lücke schließen. Bevor wir jetzt hier weiter gurken. Das ist normaler Mischwald. Verdammt. Ja. Ich habe auch schon was Schönes gesehen, wobei ich leider feststellen musste, dank eines netten Kommentares, dass es nichts bringt, im Moment die Bienchen mitzunehmen. Weil tatsächlich einfach eine Behutsamkeitsspitzhacke fehlt. Oh, da ist eine fette Biene. Ich glaube, man könnte sie vielleicht noch anlocken, aber abbauen können wir das Ding nun wirklich nicht. Naja. Da habe ich ein kleines fettes Bienchen. Bienen sind so süß. Ich freue mich schon darauf, wenn das Wetter wieder besser ist. Nicht so mit Schneestürmen und so weiter, sondern richtig schön frühlingshaft. Und die Bienchen, wobei wir hatten zwischendurch ein paar sonnige Tage und da ist auch schon die erste fette Hummel geflogen. Ein ganz schöner Kavenzmann dafür, dass das jetzt eigentlich gerade erst angefangen hat. Und nachdem wir einen sehr schönen Garten haben mit vielen hübschen Blümchen, hoffe ich, dass wir auch dieses Jahr wieder Schmetterlinge, Bienen, Hummeln etc. willkommen heißen dürfen. Nachdem wir auch einen kleinen Pool haben, hoffe ich, dass ich nicht allzu viele daraus mal wieder retten muss. Ich bin die Bienenrettungsfront unseres Pools.
sammle auch echt alles an Viechzeugs da wieder raus. Außer Ameisen fliegen. Also fliegen dann Ameisen, Königinnen und so Gedöns. Die lasse ich drin. Und Stinkkäfer. Die einfach, die sind so widerlich. Ja, wirklich Glück gehabt haben wir jetzt auf der Strecke nicht. Aber immerhin ein bisschen was weiter aufgedeckt. Wir haben ja noch drei andere Quadranten, die wir dann noch komplett durchforsten können. Ich hoffe, dass wir da was finden. Sehr inständig sogar. Ich überlege gerade, wie viel ich jetzt tatsächlich aufnehme. Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Kopf nicht die ganze Zeit so ganz komische Positionen halte, weil ich wieder dann nur Nackenschmerzen kriege. Ich dann anfange, hier irgendwie bei Minecraft immer so voll rumzugammeln und immer weiter runterrutsche und dann irgendwann ganz böse Fehlhaltung kriege. Liebe Leute, kauft euch gescheite Stühle und setzt euch auch gescheit hin, sonst gibt es nur Rückenschmerzen. Und nachdem ich es gestern mit dem Pilates ein bisschen übertrieben habe, tut mir sowieso alles weh. Beste Voraussetzung. Achso, das ist von den Schweinchen. Okay. Okay. Wobei ab hier ist dann sowieso Richtung Süden wieder. Weil das Höhlending hier schön ausschaut. Je nachdem, eine kleine Festung würde ich schon gerne zum Versorgen und so weiter bauen. Von der aus wir dann entsprechend sammeln und schauen können. Eventuell auch mit vielen kleinen Zwischenstops mit Betten und so weiter. Vielleicht mal auch noch mehr Kopien dann von Karten. Mal schauen. Weil ich ja jetzt tatsächlich hier das Ding zu Ende spielen möchte. Also tatsächlich ist Minecraft-Ende. Weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie erreicht, weil ich irgendwann zwischendurch entweder neue Version verfügbar oder es kam irgendwas anderes dazwischen. Zwischendurch, nachdem ich das sehr häufig als privates Offline gespielt habe, habe ich dann den Rechner gewechselt und da waren die Spielstände weg und solche Scherze. Und irgendwie kam immer was dazwischen. Nur ich möchte das jetzt endlich mal schaffen. So. Das fängt schon dabei an, erstmal alle Einzelteile hier ausfindig zu machen an Baumaterialien, damit wir eine Festung bauen können. Und nachdem das ein schönes Gequark-Let's Play ist, in dem ich einfach nur vor mich hin labern kann. Das ist richtig schön. Schöner als das, was wir heute hatten. Wir hatten richtig Schneesturm. Weil im Meer tatsächlich ein bisschen langweilig ist. Und ich bin mir noch nicht sicher. Es gibt ja jetzt auch richtige Unterwasserwelten und so weiter. Die würde ich mir auch gerne mal angucken. Ich weiß nur, dass es halt Unterseetempel gibt. Von dem ich aber jetzt bis jetzt zumindest auf der Karte noch keinen registriert hätte. Seetang. Ich sammle den Seetang jetzt einfach mal ein. Ich glaube, wenn wir wieder zurück sind, werde ich erstmal Verzauberungstisch machen und anfangen, Bücher zu machen. Das heißt, wir brauchen einen Stall. Und zwar relativ bald. Es ist die Frage, bleiben wir an dem kleinen Dorf? Oder schauen wir uns um und suchen uns eine andere Stelle zu bauen? Jetzt tatsächlich auch eine Frage an euch. Ob ich mir irgendeinen schönen Bauplatz irgendwo anders suchen soll? Oder ob wir bei diesem kleinen Dörfchen bleiben? Nachdem ich das Ganze hier immer relativ spontan aufnehme, weil ich halt immer wieder versuche, Streams zu starten. Hoffe, dass es funktioniert und dann feststelle, dass wieder irgendwas nicht funktioniert. Naja. Dementsprechend ist das hier meistens relativ aktuell.
Dementsprechend kann ich auch auf eure Kommentare ein bisschen eingehen. Nicht so gut wie bei dem Stream, aber ja, man kann ja nicht alles haben, ne? Boah, ist das hell. Heller hätte man die Sonne nett machen können, ne? Weit und breit nur Wasser. Na komm. Irgendwo hier im Wasser wird hoffentlich dann auch ein Unterwassertempel sein. Ich hoffe es jedenfalls. Wobei ich erst mit Tränkebrauen anfangen möchte. Mit Unterwasseratmungstränken und solchen Sachen, bevor ich da rumgurke. So. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar? Wenn wir schon gerade hier sind, können wir auch ganz kurz nach Hause unser Inventar leeren. Und dann weiter aufsuchen gehen. Bis jetzt sieht's, außer dass wir komische Nachbarn haben. Könnte besser sein. Und es wird schon wieder dunkel. So. Ist einigermaßen richtig. Geht nur gerade mit dem Bötchen etwas schneller hier drumherum zu gurken. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Da kann man alles Mögliche sehen. Wo ist denn mein Haus? Da ist es. Ich sehe meine Baumproben. Cool. So. Ein paar Pröbchen. So. Dich sammle ich gleich wieder ein. Und dann gleich erstmal ins Häuschen rein. So. Und ins Bettchen. So. Ach, sehr schön. Muss nur zwischendurch auf... Ja, Lamas. Rotznasen. Euch brauche ich dann für die Umzüge. Für den Fall, dass wir nicht hier bleiben. Wie schaut's aus? Ja. Ja. Wir können hier halt noch übelst viel Glück haben. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal hier schauen. Davon haben wir... Das da ist neu. Mal es trotzdem einfach hier mit rein. Wir haben einiges an Äpfeln bekommen. So, Eier, das da kann hier rein, das kann hier rein. Lagerfeuer behalte ich mal. Habe ich hier noch alles? Weiße Wolle, das brauchen wir nicht. Der Rest ist sowieso irgendein Krimskrams, den wir dann notfalls wieder wegschmeißen können. So brauchen wir auch nichts mehr. Okay. So. Dann schauen wir doch gleich mal weiter. So. Ich will noch einmal kurz gucken. Den machen wir mal so. Tun den Eimer hier hin. So, jetzt können wir uns die Karte nämlich mal groß angucken. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Na gut. Wieder eine Runde aufs Wasser. Anders geht's ja hier nicht. Hier ist sehr viel Wasser. Gesagt, ich hoffe immer noch, dass wir vielleicht einen Unterwassertempel finden. Oh, dürfte ich nicht springen. Oder wenigstens irgendein Dschungel oder so. Hui! Au. Oh, nicht mal ein Herz verloren. Auch gut. So. Ich möchte einen Dschungel haben, bitte. Danke. Ich finde es ja schade, dass es hier beim Dings jetzt ausgeblendet wird und man jedes Mal nachgucken muss, wo man gerade lang gurkt. Aber es ist halt doch ein bisschen realistischer. Weiß zwar nicht, was an Minecraft realistisch sein soll, aber gut. Ne?
Immerhin hat man ja inzwischen hier Ruder. Weil man eigentlich normalerweise rückwärts rudert. Zumindest so kenne ich's. War längst auch schon ewig lang nicht mehr rudern. Weil so ist es übelst. Ich weiß nicht, ob das anstrengender ist, wenn man so rumrudert. Du musst ja dann das ganze Zeug nach vorne drücken. Du kannst nicht deinen ganzen Körper für einsetzen so gut. Ich glaube, das so rumrudern. Sehr unnatürlich ist. Ich weiß nicht, irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht rudert ja jemand von euch und kann mich bestätigen oder verneinen. Aber ich meine, dass man normalerweise rückwärts rudert. So. Was haben wir denn jetzt hier? Vielleicht ja ein bisschen Glück. Da. Hier ist zumindest mal Gebirge. Aber das hatten wir ja schon. Schöne Blumenwiese. Hatten wir auch schon. Ich und mein Brötchen. Nein. Verdammt. So. Dupdidu. Bisschen Dreck mitgenommen. Schadet ja nicht. Wobei früher oder später werden wir davon so viel haben. Naja, gut. So. Schaut zwar jetzt ultra dämlich aus, weil jetzt ein ganz komisches Loch dazwischen ist. Aber egal. Es schaut halt. Verdammt. Wir haben noch mehr von diesen Nachbarn? Ernsthaft? Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn man die Dinger angreift. Und das möchte ich ehrlich gesagt ohne Rüstung etc. auch nicht machen, aber. Weil neugierig wäre ich halt schon mal. Ach, schön. Schnee. Als hätte ich das heute nicht schon genug gehabt. Wobei das eher Schneematschsturm war. Ich hoffe halt tatsächlich, dass meine Sachen das alles überleben. Der Eukalyptus von uns hat es leider nicht überlebt. Der war dann doch nicht so winterfest wie angegeben. Naja. Zumindest sieht er bis jetzt tot aus. Ist auch sehr wahrscheinlich, dass er es nicht geschafft hat. Vielleicht war er auch noch zu klein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir teilen uns mit meinen Schwiegereltern einen wunderschönen großen Garten. Und die haben letztes Jahr einen Eukalyptus eingepflanzt. Das hat aber wohl nicht sollen sein. Mal gucken, ob meine Minze das überlebt hat. Dieses ständige Warm-Kalt. Nur leider hatte ich bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, es drinnen irgendwo hinzustellen. So. Dementsprechend. Und normalerweise müsste es überleben. Dauert halt noch, bis sie wieder das Wuchern anfängt. Die Zitronenmelisse war letztes Jahr durch. Ach Gott, wie heißen die Drecksdinger? Das Problem ist. Das Viech folgt uns halt jetzt natt. Na? Wir haben keine verkackte Leine. Mist. Eine Leine mitnehmen sollen. Das ist eine richtig hübsche. Verdammt. Ich glaube, Leinen können wir noch nicht herstellen. Ja, liebe Lamas.
Es kann halt sein, dass sie auch wieder despawnen. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie die Einstellungen jetzt überhaupt sind. Ob die despawnen können oder nicht. Oder nur, wenn es zu viele Viecher sind. Dementsprechend. Aber früher oder später werden wir eine Lama-Armee haben. Eine Armee mit Sprachfehler. Ach du meine Güte. So. So. Da. Denke ich, werde die so 2 bis 3 Folgen jetzt aufnehmen. Au. Wobei ich das Ganze nicht ab und an moderieren werde, sondern einfach zu einem passenden Zeitpunkt unterbrechen werde, weil das für mich vom Schneiden her einfacher ist, das Ganze am Stück aufzunehmen, weil ich dann einfach nicht auf die Uhr gucken muss. Nachdem ich so eh schon knappig bin, dann muss ich das... Ja, gut. Haben wir ein bisschen mehr Arbeit beim Schneiden. Okay, aber... Was soll's. Ja, irgendwie haben wir bis jetzt noch kein großes Glück hier. Naja. Ah, schön durch die Wälder spazieren bei gutem Wetter. Ja, mit dem Schneekraupel und so weiter ist es halt so widerlich, dass wir im Moment nicht spazieren gehen können. Sind ja eh schon wieder zeitlich eingeschränkt. Bin eigentlich eher so ein Nachtspaziergänger, aber das geht halt im Moment nicht, weil wir wieder Ausgangssperren haben. Ab 22 Uhr. Ich gehe normalerweise um 3 in der Früh spazieren. Tja, darf nicht. Ist blöd. Oh, wir haben Pilz. Brauner Pilz, okay. Aber auch da brauchen wir wieder am besten irgendwas mit Behutsamkeit. Denn dann könnten wir Myzel abbauen irgendwo her, sobald wir was finden. Und dann wächst das nämlich auch im Hellen. Zumindest war das mal so. Ich hoffe, das ist immer noch so. Zombie. Und? Okay. Also Wolf. Oh, der ist, solange wir ihn nicht hauen, hoffentlich nicht böse. Tintenfische. Super. Ich habe so ein Ding tatsächlich als Anhänger. Und ich und mein tolles Gehirn sind schon wieder komplett am Springen. Manchmal glaube ich, ich habe auch ADS. Und ich sage explizit ADS und nicht ADHS, weil ich nicht so hyperaktiv bin. Ich springe einfach nur. Das ist teilweise mit der Konzentration echt so eine Sache. Und das Kurzzeitgedächtnis ist jetzt auch nicht das Beste. Dementsprechend. Naja. Passiert. Ich stelle mal hier vielleicht kurz ein Bett, bevor ich mich total verfranse. Ich und Pläne. Das ist immer so. Wobei ich, selbst wenn ich es hab, lieber keine Medikamente aktuell nehme. Dafür ist es erstens nicht einschränkend genug und zweitens nehme ich so schon genügend Scheiße. Da muss ich nicht noch mehr drauf kippen. Das ist jetzt schon... Muss halt immer gucken, was mit Wechselwirkung dazwischen ist. Und irgendwann wird es echt unübersichtlich. Ach, schön, Sonnenaufgang.